Also jetzt mal ganz ehrlich, Leute, no flame an die Leute, die sich da irgendwie Kleinanzeigen erstellen und sowas. Aber man fragt sich ja dann schon, ob dann vielleicht der ein oder andere da ein bisschen degeneriert ist, ähnlich wie das bei mir der Fall ist. Macht's mich eigentlich zu einem besseren Menschen, wenn ich mir das anschaue und damit meine Zeit verschwende? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich kein Stückchen besser als die Leute, die auf eBay selber rumhängen. Was soll ich sagen, meine Freunde? An der Stelle erstmal haut auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, was euer Favorite von diesen ganzen Fails war. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Bild, meine Freunde. Guten Morgen zusammen. Beschreibung. Guten Morgen zusammen. Jemand wach. Ja. Nein. Nein. Ja. Duisburg, würde ich kaufen. Ich fahre hin, kauf's mir, Digga. Dankeschön dafür. Guten Morgen zusammen. Jemand wach. Ich bin absolut wach, nachdem ich das hier gelesen habe. Perfekte Idee. Da freut man sich doch drüber, ne? Das ist halt das Ding, eBay Kleinanzeigen. Was ist eigentlich mit diesem Stuhl hier los? eBay Kleinanzeigen ist gratis. Da kann auf jeden Fall jeder inserieren. Finde ich arschgeil. Du stellst es dir vor, dass ich dich am Bett fessel und dich finke und deine Brüste massieren. Darf ich es machen? Also ich würde es mega stimulierend finden, wenn du mir einfach ganz weit weg von mir in einer dunklen Ecke mit einem Duden sitzt. Ist das eBay Kleinanzeigen? Ist das ein eBay Kleinanzeigen-Chat? Facebook Marketplace? Baba Boy. Auf jeden Fall absolut geil. Also da freut man sich auf jeden Fall, so eine Nachricht zu bekommen. Man sieht an der Stelle, Montana Black hat momentan sehr viel Zeit, Instagram und Facebook-Nachricht zu schreiben. Wenn ihr sowas bekommt, einfach nicht drauf antworten. Das passt an der Stelle. Hallo, 1000 Euro. Hallo, 1000 Euro sind mir zu wenig. Gruß. Schade. Hi, 1000 Euro LG. Hallo, 1000 Euro sind mir zu wenig. Gruß. Schade. Ja, das war ein absolut starker Verhandlungsstrang, den wir hier gesehen haben. Das hat wirklich gut funktioniert. Es ist halt einfach mal der Move, dazwischen einen Tag Zeit zu lassen und dann nochmal zu fragen, ob es vielleicht passt. Wobei, nein, das war an einem Tag. Das war wirklich an einem Tag. Die Person hat sich einfach nach 8 Stunden nochmal gemeldet. Kann ich rechnen, es waren 6 Stunden. Was ist eigentlich los mit mir? Ich könnte 200 bieten, Gruß. Sagen wir 240, nicht mehr. Na, dann kommen wir leider nicht ins Geschäft. Pech, Pech! Ja, also, keine Ahnung, Bro. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt Pech für denjenigen ist, der verkauft, sondern eher für dich, weil du den Preis nicht bekommen hast, den du haben wolltest. Aber gut. Man sieht auf jeden Fall, der Handelsmann ist back am Start, meine Freunde. Wir haben hier sehr, sehr viele Leute, die wirklich absolut Fiveheads in die Sache reingehen. Das sind Menschen, die haben wirklich so ein Gehirn. Und ich glaube, dass wenn die irgendwann meine Börse arbeiten, mashallah, die sind in 2 Tagen pleite. Nein, sorry, 15 Euro ist mein Pitche. Mehr geht nicht. Meine Pitche. Pitch. Ja, Pitche wird so geschrieben, oder? Ja, Pitche. Es ist mein Pitche. Pitche. Was wollt ihr dafür kaufen? Ich glaube, Rollladen oder sowas. Ja, Bro, weiß ich nicht. Investiert das Geld einfach in ein Bubble-Abonnement. Vielleicht kann man da auch Deutsch lernen. Rolex. Was würde Marc Gebauer jetzt sagen? Der nächste ganz normal aus. Guck mal, wie ich aussehe. Guck mal. Ja, Marc Gebauer, Verhandlungsbasis für diese Rolex-Uhr. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich selber auch Interesse. Die würde ich auf jeden Fall nicht nach Hause machen. Nicht, dass irgendwer einer kommt, die mir wegnimmt. Aber an sich so, also muss ich ganz ehrlich sagen, eine stabile Uhr, wirklich. Nee, würde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. AirPod Case. Hallo Finn, kann ich die Case für 20 Euro geben? Schönen Abend noch. Nein, tut mir leid, das ist leider viel zu wenig. VG. Was heißt das? Viele Grüße, ja. Hallo, ich habe gestern eine Case gekauft für 20 Euro, aber die waren fake. Jetzt habe ich nur 10 Euro. Kann ich die Case kaufen? Digga, what the fuck? Digga, what the fuck? Nein, natürlich nicht, Bro. Ja, ich habe mir gestern schon welche gekauft. Die waren leider fake für 20 Euro. Jetzt habe ich nur noch 10er. Ist vielleicht 10? Also ich habe gestern gesagt, 20 ist 10 okay? Ja, 10 passt, Bro. Safe. Verkauf. Alter, verkaufe das iPhone 7 mit 64 GB von meiner Ex-Frau. Da ich den PIN nicht habe, lege ich den passenden Finger für den Fingerabdrucksensor dabei. Bei Interesse bitte per... Holy shit, Alter. Holy shit. Digga, ganz ehrlich, wie krank ist das bitte? Das Ladekabel hier unten ist komplett schwarz. Guck mal, da ist irgendwas mit passiert. Siehst du das? Alter. Aber ansonsten gutes Angebot. Würde ich ganz ehrlich sagen, kann man sich auf jeden Fall leisten. Also das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Kannst du liefern Albanien? Bitte was? Von Albanien. Kannst du liefern? Nein. Warum? Brauche für meinen Hof. Ich bin auf Raststätte A3. Kann ich leider nicht machen, sorry. Ich hoffe, du bekommst Schwein auf Pizza. Tschüss. Digga, ich hoffe, du bekommst Schwein auf Pizza. Tschüss. Ja, schwierig, Alter. Ich hoffe nicht, dass er Schwein auf die Pizza bekommt. Und ja, wenn es dann Bacon ist und er es mag, also no haram an der Stelle, kann man sich auf jeden Fall reingönnen. Das ist haram. Schloss festet oder ganz schlump? Hallo, ich verstehe nicht ganz. Ich versende leider auch nicht. Grüße. Schloss festet! Die Aufgabe ist, hat den Hochen hopp. Der Rucksack hat kein Schloss. Die Aufgabe ist, hat den Hochen hopp. Was sind das für Menschen, Alter? Das ist einfach... Oder ganz schlump. Ganz schlump? Ist ganz schlump. Digga, also manche Leute da auf dieser App, also komplett neue Art Mensch, wirklich. Einfach eigene Sprache.
Das ist nicht wahr. Montana Blacks letzter Stream vor dem Bann. 187 Euro aus Buxtehude. Ich habe hier die Datei, welche Montana Blacks letzten Stream zeigt. Stolzer Preis, aber aktive Spritzer geben auch so wenig Geld für ihren Lieblingsstream aus. Und hier ist einfach diese Datei. Montana Blacks letzter Twitch-Stream. Aber das ist ja wirklich was wert, weil wahrscheinlich sieht man den nicht mehr, weil er gerade gebannt ist. Ja, aber man kann jetzt den letzten Stream nochmal gucken. Ist der nicht sogar auf Saftiger Kevin oder wie das heißt online? Saftiger Kevin wahrscheinlich, oder? Alter. Ja, da ist auf jeden Fall die 187 gut investiert und auch die Art Smartphone-Zustand, neu und Gerät und Zubehör passt perfekt. Muss ich ganz ehrlich sagen, top Inserat, ich würde rein in die Bücher. Mercedes-Benzin. Marke? Mercedes-Benz. Modell? A-Klasse. Ja, Mercedes-Benzin. Aber ist eigentlich ein guter Preis, oder? Bro, 150.000 Kilometer für 1.600 Euro? Hey, das ist überstabil für eine A-Klasse, Bro. Wohin fährst du? Tobi? Mom, bin raus. Apple 11 Pro Max 512 GB. Ich verkaufe kein Handy für die Engländer. Ich verkaufe kein Telefon für die Engländer und du schreibst nicht. Was will er mir sagen? In eBay kommen immer Engländer, die Google-Übersetzer-Texte eingeben. Aha. Und dann haben die so gebrochenes Deutsch. Ja. Dann wollen die, dass du es nach London schickst und so. Echt jetzt? Ja. Ach lol. What the fuck? Ich verkaufe kein Telefon für die Engländer und du schreibst nicht. Richtige Drohung einfach. Wehe, du bist Engländer und schreibst mir. Amena, es ist vorbei mit deinem Leben. Guten Tag, ich wollte fragen, ob ich von Ihnen die E-Mail und die PCBA-Nummer bekomme. Mit freundlichen Grüßen, Mail. Bin aktuell nicht zu Hause, wofür benötigen Sie die Nummer? Liebe Grüße, Ich benötige für ein Emote in Fortnite, also ein Item, aber ich brauche es nicht unbedingt. Also er hat ihn wirklich geschrieben, weil er einfach nur das Fortnite-Emote haben wollte. Er hätte ja auch einfach das Handy nehmen können dann. Aber das braucht er nicht, er braucht ja nur das Emote. Er will ja nur das Emote haben. Mael, alles Gute an dich, sollst du dieses Video sehen, löchtig. Tote Hornisse zu... Tote Hornisse zu verschenken. Habe tote Hornisse auf Balkon gefunden. Zu verschenken an Sammler, Biologe, Lehrer oder ähnliche. Selbstabholung. Tobi, du fährst heute Abend noch nach Talg in Obersendelforsten 81477 und holst diese tote Hornisse, die brauchen wir. Hallo, 270 Euro. Direkt. Nein, 300. Adress, ich komme. Erst ab 20.09. Okay. Ich brauche dringend, sonst muss ich kaufen andere. Okay, kaufen andere. Hallo, wann ich kann kommen. 29. Sag ihm Bescheid, ja? Ja. Es ist doch schön, dass hier zwei Leute doch nicht dringend dann beieinander zusammengekommen sind und gesagt haben, wir machen hier auf jeden Fall einen Handel. Sind das Kampfhähne? Sind das Kampfhühner? Hühner. Kampfhühner. Ja, die würde ich mir auf jeden Fall gönnen, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich mir einen Huhn kaufe, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, dann läuft hier den nächsten Huhn rum. What the fuck, wir werden uns keinen Huhn kaufen, oder? Wir werden uns einen Huhn kaufen. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst gut sein und haltet die Fresse. Ach, halt das Maul. Auf Wiedersehen und ciao.